Heute geht es mal wieder zum Dachsbau. An dem Bau fotografiere ich schon ungefähr 10 Jahre. Das erste Mal bin ich heute mit meiner neuen Nikon Z6 da. Als ich gesehen habe, dass sie vorgestellt wurde und welche Spezifikationen sie hat. Hier vorne steht ein Kitz. Da vorne. Hat mich am meisten interessiert die stille Auslösung. Also, dass sie komplett ohne Klickgeräusche, ohne Spiegelschlag Bilder machen kann. Weil das bei vielen Wildtieren eben ein großes Problem ist. Sobald sie das Klicken der Kamera hören, werden sie vorsichtig oder springen sofort ab. Und sobald die verfügbar war, habe ich mir die Z6 zugelegt und erstmal ausprobiert. Und ich habe sie jetzt etwa einen Monat, habe sie schon ein paar Mal eingesetzt. Und die stille Auslösung ist für die Wildtierfotografie echt eine super Sache. Und heute nehme ich sie, wie gesagt, das erste Mal mit zum Dachsbau. Bin total gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ob die Dachse sich da irgendwie anders verhalten als sonst. Sind zwar relativ entspannt, was das Klicken angeht, aber gerade die vorsichtigen Alttiere, also die Fehl vor allem, sind dann manchmal sehr vorsichtig geworden, wenn es geklickt hat. Das probieren wir heute einfach mal aus. Bei der Dachsfotografie allgemein ist die Windrichtung eigentlich das Wichtigste. Also wenn man erstmal den Bau gefunden hat, empfehle ich immer eine Weile mit Wildkameras mal zu schauen, ob sie überhaupt am Tag rauskommen. Weil das ist echt von Dachsbau zu Dachsbau unterschiedlich. Viele Dachse kommen einfach nur ganz selten bei Licht raus. Andere hatte ich auch schon um 17 Uhr, waren die vorm Bau. Da war ich viel zu spät dran und auf der Wildkamera habe ich gesehen, die sind alle schon ausgeflogen. Das ist echt so eine persönliche Sache. Manche sind Frühaufsteher, manche schlafen gerne aus. Da kann man dann auch nichts machen. Also da lässt es sich nicht irgendwie rauslocken oder so. Also die Windrichtung ist das Wichtigste. Und wenn man die geprüft hat, muss man sich leise dem Bau nähern, weil das zweitwichtigste Sinnesorgan nach der Nase beim Dachs ist sein Gehörsinn. Wenn er einen hört, oder wenn man irgendwie zu laut über den Boden poltert, dass er das mitkriegt, dass man sich nähert, ist er im Bau verschwunden. Und das dauert erstmal wieder eine Weile, bis er dann draußen erscheint. Von daher, ganz wichtig, leise rangehen. Am besten so einen kleinen Pirschweg anlegen. Und dann geht das. Man kann auch relativ nah fotografieren. Deswegen habe ich heute das 200 bis 500 mm dabei. Da kann ich das auch flexibel anpassen. Je nachdem, wo die Dachse gerade auftauchen, auch aus welcher Röhre sie auftauchen. Also ein Dachsbau hat natürlich immer mehrere Ausgänge. Man weiß nie so genau, wo sie erscheinen. Ich gehe dir mal wie folgt vor. Ich schaue mir, welche Röhre am befahrensten aussieht, also die frischesten Spuren zu sehen sind. Und setze mich dann dementsprechend hin. Bedeutet halt immer, dass man die Lichtsituation nicht selber bestimmen kann. Also quasi bestimmt der Dachs, ob ich jetzt Gegenlicht habe oder Mitlicht habe, weil die Windrichtung eben entscheidend ist. Und dann postiere ich mich so, sagen wir mal, so 15 Meter entfernt und warte einfach dann still ab, ob die Dachse auftauchen. Wenn sie dann auftauchen, ganz wichtig, erstmal Ruhe bewahren. Nicht sofort losfotografieren, sondern die kritischste Zeit ist so die erste Minute nach dem Auftauchen aus dem Bau. Da checken sie die Umgebung. Meistens kommen sie raus, gucken und sichern erstmal. Dann müssen sie alle ihre Sinne einsetzen, um herauszufinden, ob die Luft rein ist, weil sie eben relativ schlecht gucken können. Und deswegen Ruhe bewahren. Und wenn die Dachse erstmal draußen sind, wenn die erstmal in der Umgebung unterwegs sind und die Situation für sicher empfunden haben, dann kann man sich auch langsam bewegen. Wichtig ist natürlich Tarnklamotten, aber wie ihr seht, ich habe einfach nur schlichte grüne Klamotten. Ich ziehe mir gleich noch eine kleine Maske über, damit das Gesicht nicht so rausleuchtet. Das reicht vollkommen aus beim Dachs. Wichtig ist, dass man sich nicht zu hektisch bewegt und nicht zu laut ist. Und eben Wind, ganz wichtig. Ja, und dann taucht er auf, wartet man, bis er draußen ist. Und wenn der erste draußen ist, dann kommt man noch der zweite und der dritte. Und dann kommen sie hoffentlich, mal sehen, ob das heute klappt, auch in Interaktion. Meistens kratzen die sich ganz ausgiebig oder
auch gegenseitig, um die Körperpflege, und dann verschwinden die nach und nach in der Vegetation auf Nahrungssuche. Wir haben jetzt Anfang Juli, das ist eigentlich so gegen Ende der Dachssaison, sage ich immer. Fängt bei mir so Ende April an. Ende April, Anfang Mai ist eigentlich die beste Zeit. Die Vegetation niedrig und die Dachse tauchen schon bei Licht auf. Wir haben es jetzt kurz vor 7. Ich bin eigentlich schon ein bisschen spät dran. Ich bin eigentlich ganz gerne so um 18 Uhr schon am Bau. Aber vielleicht haben wir heute Glück. Sie kommen erst raus, wenn ich mich eingerichtet habe. Deswegen immer ganz wichtig, vorsichtig nähern. Vielleicht sind sie schon draußen oder sind kurz davor rauszugehen. Nicht, dass man die gleich vertritt, wenn man rangeht. Wir haben heute Nordwestwind und ein bisschen bedeckten Himmel, das ist auch nicht schlecht. Und ganz wichtig, wenn es stürmt, braucht ihr nicht los, wenn es stürmt, kommt der Dachs nicht bei Licht raus. Das ist ihm zu unsicher, der hört ja nicht, ob die Luft rein ist und dann braucht er nicht rausgehen. Bis gleich im Bau. So, ich habe jetzt aufgebaut. Die Kamera steht auf dem Stativ, ist ausgerichtet in Richtung Haupteingang. Die Z6, viele wissen es, hat eine stille Auslösung, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Kann man hier einstellen. Und dann. Das war schon ein Bild. Das war auch ein Bild, das man hört. Bei manchen Objektiven hört man ein leises Ticken oder so. Bei manchen anderen Objektiven hört man gar nichts. Also das ist wirklich richtig leise. Und gleich nochmal den Akku wechseln. Und ja, das sind jetzt 200 mm. Und wenn er rauskommen würde, kann ich bis 500 rangehen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Kombination. Hier vorne ist der Bau. So, jetzt heißt es abwarten. Ja, also das Licht ist jetzt schon relativ schlecht. ISO 3200 habe ich nur noch eine Hundertstel Sekunde. Bei Blende 5,6. Das ist so meistens die Zeit, wo ich mir sage, breche ich ab. Der Dachs ist leider nicht rausgekommen. So viel Betrieb scheint hier auch gar nicht mehr zu sein. Das ist im Sommer manchmal so, dass die ihre Baue umquartieren oder andere Röhren nutzen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Ich war zuletzt im Mai hier. Da stecken in dem Bau hier auch Jungfüchse drin. Und das kann auch sein, dass die zu viel Unruhe reinbringen und die Dachse einen anderen Teil des Baus nutzen. Das habe ich auch schon mal erlebt. Aber wir können uns hier mal die eine Röhre angucken. Hier sind relativ frische Dachsspuren zu sehen. Hier ist er rein in den Bau. Und hier ist auch so eine Rinne so ein bisschen zu erkennen. Das ist immer so ein charakteristisches Merkmal dafür, dass der Bau vom Dachs benutzt wird und nicht vom Fuchs. Und hier liegt auch eine ganze Menge Sand draußen, aber wie gesagt, es ist gestern geregnet und da sind jetzt nur ganz paar Spuren drauf. Kann sein, dass da jetzt auch kein Nachwuchs ist. Das passiert manchmal und die haben nicht jedes Jahr immer Nachwuchs. Die setzen auch manchmal aus und wenn die keinen Nachwuchs haben, dann sind die auch ein bisschen fauler, sag ich mal, und unberechenbarer. Und ja, es kann auch ein Grund dafür sein, dass sie jetzt noch nicht da waren. Oder irgendeine andere Röhre nutzen, die ich nicht kenne. Das kann durchaus sein, dass sie auch irgendwo einen neuen Bau im Feld angelegt haben und über den Sommer dann den nutzen. Das kann auch vorkommen. Ja, so ist das nun mal. Da kann man nichts machen. Ich blende gleich noch ein paar Szenen ein, die ich so in den vergangenen Jahren erlebt habe und gefilmt habe. Und wenn ich das nächste Mal zum Dachsbau gehe, schalte ich euch wieder dazu.